Oh yeah! Ja, schmeiß ihn doch nicht weg. Alter. Schießen könnt ihr auch nicht, ja. Okay, das ist eine Scheißaufgabe. Vor allem mit dem Bogen, mit einer Schotze, weißt du, die ein bisschen niederzuschießen ist okay, aber mit dem Bogen 3 Pfeile, ey. Abnormal. Junge, Junge, Junge. 3 Pfeile. So. Da ist der Longinus. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal dahin. An unserer eroberten Burg. Junge, Junge. Da bist du ja. Ja. Bin aber gleich wieder weg. So. Noch eine Stunde. Ich dachte, du kommst nicht zurück. Ja, was brauchst du denn? Was willst du denn? Meine Familie haben sie auch. Ja, erreiche die Geisel. Okay, 200 Meter. Was? Na gut, okay, machen wir. Machen wir easy peasy, lemon squeezy. So, komm, heb ab mal. So. Ab geht er, der Peter. Jetzt, warte, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Die können uns ja sehen. Was? Zwei Geiseln müssen überleben, ja. Okay, so geht's auch. So, warte mal, ich schmeiß auch mal dann so ein Tierkadaver hin. Da noch irgendjemand? Nee. Da ist noch einer. Da sind Fischis. Okay, das heißt, wir nehmen mal unser Scharfschützengewehr. Schalten den mal aus. Schalten den mal aus. Fuck. Nein, 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 nein. Ich will natürlich, dass alle überleben. Jetzt habe ich da vorbeigeschossen, ich Depp. Okay, ich sollte erstmal versuchen, nicht mich sehen. Da hinten habe ich nicht gesehen. Das heißt aber, wenn ich da jetzt so ein Tierfleisch hinlege oder hinschmeiße. Bleibt der mal stehen. So, der ist schon mal Geschichte. Der ist schon mal Geschichte. Hier mache ich den mit dem Bogen. Den mache ich so. Den mache ich so. Puh. Fuck, Alter. Und den mache ich so. Keiner bleibt zurück. So. Easy. Warum nicht gleich so? Ja, ich komme ja schon. Das ist alles, was ich habe. Bitte, nimm das als Dank. Danke, danke, danke. Geld, 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 ist immer gut. Ja, allerdings, das wäre es. Komm schon, ihr Nudels. Ich kann dir nur das hier geben. Bitte. Ja. Ich danke dir. Nimm das für unsere Rettung. Danke, danke, danke. Wäre doch nicht nötig gewesen. Wäre nicht nötig gewesen, Ronne.
Sehr schön. So, hier fällt mir das doch schon besser. Erstmal immer eine Übersicht haben. Zack. Das mit dem Gyrokopter war halt scheiße immer. Da weg, da weg, da weg, da weg, da. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. So, gib mir das. Die Fische brauche ich nicht. Drecksfische. Brauchst gar nicht zu gucken. Nur weil deine Kollegen da abnippeln. Okay. Haben wir das auch erledigt. Sauber ist es. Was ist denn das? Jagd überleben. Schalte in deine Aufgabe Tiere aus. Du erhältst, okay. Ein Rupien. Dann würde ich aber sagen, nehme ich das gerade mit, Freunde. Wo ist das denn da? Würde ich ganz gern mitnehmen. Wenn wir gerade schon hier sind. Das sind zwar 200 Meter, aber scheiß drauf. Da ist noch eine Kiste. Sogar auch. Okay. So. Okay, ihr macht das schon. Elefanti. Ah ja. Genau, das ist jetzt nämlich mein Problem. Ich habe nämlich, das ist noch der Junge. Genau. Jetzt wollt ihr es aber wissen. Na, komm her. Spaß, ey. Geh mir doch nicht auf die Eier. Bärenfell. So, da stand der Bärenfell. Jetzt gucken wir nochmal nach. Ja, und ich habe natürlich keinen Bären. Haut steht da. Fell oder Haut, ist eigentlich egal, oder? So. Das ist das Problem. Ich habe keine Dings. Ich brauche mal wieder so einen Händler, um die hier loszuwerden. Die da. So, Freunde. Dann nehmen wir da die Maske mit. Nehmen wir hier das geile Buggy. So. Oh, nice, das geht ab immer. Da sind wir in 0,nix da. Okay. Ah, du wiederholst dich. Sag mal. So, okay, dann machen wir erstmal Longinus und gucken, was der wieder will. Bin raus. E.G. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13,9. Ich bereite Predigten vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bring mir, was du findest. Okay. 200 Meter. Easy. Warum man das nicht alleine hinkriegt, verstehe ich manchmal nicht. Naja, ist ja nicht. Was ist denn das? TF? Ich dachte mir gerade, hä? Was zur Hölle?
Keine Ahnung, muss ich nicht verstehen. Schnauze, Fury. Ja, was denn? Was sollte ich eigentlich machen? Ich weiß nicht, ich habe einfach geschossen. Lass mich nicht entdecken. Okay. Aber habt ihr gesehen, ne? Eiskalte Headshot, da kann ich nix. Der entfernt sich ein bisschen zu sehr für dich. Aber 100 Meter ist immer gut. Jetzt ein bisschen Gas. Töte den Schmuggler. Das kriege ich hin. Eins. Ein bisschen aggressiv, muss ich sagen. Lass mal nach ran. Was ist denn da los? Zack. Genau, das trifft genau hinter ihm. Das interessiert dich aber nicht. Junge. Danke. Namaste. Zwei. Drei. Oh Mann, Junge. Ich brauche auf jeden Fall meine Pistole. So. Gell? Ja. So, warte mal. Haben wir denn andere Waffe? Oh mein Gott, Junge. Ich brauche eine Waffe. Ohne Witz. Ich brauche eine Waffe. Sowas in der Art, ja. Genau. So, mit sowas komme ich schon aus und bin zufrieden. So, weg da. Gib mir mal euren Stuff. Ja, genau. Hier ist ganz viel Jolt. Ich hab's gefunden. Was ist denn hier die Kiste? Oben. So, jetzt lass mich raten. Naja. Draußen sind wir natürlich viele Gegner. Ist klar.
mal da hoch, Ette. Kommt der Lutscher einfach auf euch gerannt. So. Gib mir doch mal das. Was hältst du denn davon? Nein. Genau, ich hab's nicht nachgeladen. Ja, moin. So, lad mal nach, Edge. Danke. So. Was eine Scheiße, ey. Immer da dieses Verfolgen und das ausschalten, dann und da das holen und Longinus, so ein Trottel. Kann ich ja überhaupt nicht leiden, du. Geht nur auf meine zarten Nüsschen, ja. Yeah. So. Sehr nice. Grünes Blatt brauche ich auch. Da ist noch ein blaues Blatt. Das nehme ich mir auch gerade mal mit. So. Wie sieht denn das jetzt hier eigentlich aus? Okay. So, gib mir das mal. Gib mir das mal. Dann. Einfach mal herstellen. Gut. Gucken wir mal kurz auf M, was wir da haben. Longinus haben wir, Freunde. Longinus haben wir. So. Das ist eine Außenpost wieder meistern. Jagd überleben ist es wieder. Gehen wir mal dahin. Jetzt rüsten wir uns mal ein bisschen erstmal aus. So, und zwar verkaufen. Job. So, kaufen, anpassen. Körperpanzer. Kaufen. Zack, zack. Seitenwaffen. Die ist scheiße. Macht aber gut Schaden. Ja, die Schrotze ist auch schon nice. Armbrust. Haben wir leider noch nicht. Komm, ich ruf mir die einfach mal. So. Ach, da kann man die auch einsetzen. Was sollten wir machen? Dann nehmen wir doch nur die. Ja, dann ist ganz geil. So, Waffen. Hier haben wir ja noch nichts Einzigartiges. Zwei übrig noch. Nice. 10 übrig. Halt ab. Gut. Dann machen wir nochmal den Typ da. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter an die Story. Ich kann helfen. Sprich weiter. Gelobt sei Kyra. Ich bin auf der alten Farm. Ich schicke dir die Koordinaten. Bitte beeil dich. Halte durch. Ich bin auf dem Weg. Ich komme. Oh nee. Na komm, ich bin bereit. Den Göttern sei Dank. Die Hunde haben sich zurückgezogen. Aber ich leg ein paar Minen. Das könnte die Hunde aufhalten und uns Zeit verschaffen. Woher wollt ihr denn überhaupt wissen, dass überhaupt Hunde kommen? Weißt du, das Logik. Das
Scheiße! Da kamen ja immer mehr. Guck mal, so kriegt man auf jeden Fall. So kriegt man auf jeden Fall. Oh. Die Biester sind bösartig. Upsala. Ich wusste gar nicht, dass. Weißt du was? Wir schmeißen mal hier einfach Feuer hin. Nice, da ist er. Siehst du noch welche? Nee, gell? Ist ja auch keiner mehr. Das waren wohl die letzten. Super. Und nicht mal ein Kratzer. Mhm. So sehe ich das auch. So, so kriegt man auf jeden Fall auch die Tiere. Also Felle und so. Das seht ihr selbst, aber ich hab davon ja genug. Brauche ich keine mehr umbringen jetzt. Das hat mir getan. Okay, haben wir das auch endlich wieder mal. Wo mein Gyrokopter ist. So, gut. Dann steige ich mal ein. Wir gehen mal auf die Karte, Freunde. Und gucken mal, was haben wir denn noch? Hier ist ein Attentat. Diese Wurfscheiß da. Machen wir mal ein andermal. Das Rennen fahre ich sowieso nicht. Brauche ich nicht. Hier ist noch ein Dings. Das würde ich jetzt gerne mal machen. Und damit wir mal... Machen wir das mal, Brando, jetzt. Damit wir mal ein bisschen vorankommen. Weil, hier haben wir alles. Geldbeutel können wir noch gebrauchen. Beutel, Spritzetasche, Köcher. Das ist nämlich auch ganz nice, glaube ich. Kyrat-Fashion, damit wir das aber auch mal nämlich gemacht haben. So, wo ist denn das? Hier. Da oben. Wieso muss es immer alles da oben sein? Ja, warte mal, da führt ein Weg. Sehe ich gerade. Zeigt er mir. Ein Leopard kann ich gebrauchen. Nicht mich sehen. Leo, wo ist denn der Leo? Egal. Ich glaube, der ist da unten. Ich gebe jetzt mal einen Fick drauf. So, Freunde. Da ist noch ein Propaganda. Weg damit. Klopf, klopf. Hallo? Oh, also stimmt das Gerücht. Herein, herein, herein. Wie soll ich dich nennen? RJ oder Adonis? Besinnliche Augen, zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad, aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Mumu Chiffon, Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie
Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. Pelze. Häute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast.